Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Spieletest. Heute wird Ikone Island angezockt. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber es geht um eine Insel, die wir halt bevölkern. Ja, wer sich so ein bisschen an, wie soll ich sagen, Animal Crossing, Stardew Valley und, die ganzen Cozy Games erinnert fühlt, das ist nicht ganz ungewollt, das soll so sein. Ich lese einmal kurz die Beschreibung vor. Die Insel Ikone wartet auf deine Entdeckung. Erkunde und sammle Ressourcen, bewirtschafte das Land, stelle Werkzeuge und Ausrüstung her, baue deine Basis oder ein gemütliches Zuhause. Freunde dich mit magischen Kreaturen an und bekämpfe Monster mit deinen Freunden oder im Alleingang. Und als ich das gelesen habe, habe ich so doll Angst gekriegt, dass ich mir Unterstützung von einem echten Profi, wie sagt man das denn, wenn es weiblich ist, wie auch immer, vom echten Profi in Sachen Cozy Games geholt. Und damit hallo an Leni. Hallihallo, ich bin jetzt schon schockverliebt. Also, wie ihr seht, die Begeisterung bei Leni ist schon mal da. Ich bin ja zuletzt bei Fae Farm in dieser, ich sag mal, Welt unterwegs gewesen, was Cozy Games und sowas angeht. Und von daher bin ich gespannt, wie die hier das gelöst haben. Ich habe das Spiel wieder bekommen über Lurkit. Dementsprechend habe ich nichts dafür bezahlt, aber ihr wisst ja, ich sage da immer meine ehrliche Meinung. Und würde sagen, wir fangen auch direkt an. Ihr seht das Intro und dann sehen wir uns gleich wieder. So, you want to hear a story? Croquet then. But don't just listen. Picture it. Achso, croquet, ja. I hopped over to the harbor. Don't ask why. Why do I do anything? And I saw four unhappy little faces. And I heard their sad, sad song. Seriously, total downer. No wonder they weren't making much. They stopped when they saw the pirates, which was kind of a relief. Did I mention the pirates? There were pirates. Oh, grr, and yo-ho-ho, and let's catch cute little animals, stick them in cages, and sell them for gold. Wie gemein sind die denn? How could anybody sit by and do nothing? Croquet, yeah, I did. But there were good reasons, and point is, those little tadpoles couldn't. Look at them trying to free those poor creatures. So brave, so bold, so flipper and useless. I mean, this could have been a real short story, but there was something about those four that croaked me. I had this feeling in my toes. Oh yeah. So, I left them a little something. Sind wir ein Frosch oder was? Just to keep things interesting. Ach nee, wir sind die vier. Also, hey, don't laugh. Nee. I put a lot of work into making that raft boat thing. And wait till they open my bottle. It's gonna blow them away. Flipper and fantastic. Bye-bye, Trap City. Hello, high seas and exciting adventures. Bumbling pirates, brave heroes, magical mayhem. This is gonna be one riveting tale. Did I miss anything? Oh, yeah, the shipwreck. Guess I'm not getting that boat back. Good luck, Tadpoles. You're on your own from here. Okay, du bist scheinbar ganz links. Ne? Oh, wie sehe ich denn aus? Hallo. Hallo. Ja, alles klar. Ich bin der Typ hier und du bist das Ding. Was ist das? Das Ding. Ich bin ein Hammerhai oder so? Ja, aber ich habe keine Flosse. Der hat auch oben ja dann nicht... Haben die nicht so einen breiten Kopf? Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Experte. Wie auch immer, wir können hier die Frösche aufheben. Auch einen Frosch aufgenommen, ja. Oh, was können wir mit dem machen? Da glitzert was. Handeln. Was wollen wir haben? Nee, aufheben. Oh. Oh, das ist so ein Kleeblatt. Hat er dich vergiftet? Nee. Warum kann ich den auch einfach... Achso, ich kann den auch platzieren wieder. Was? Noch mehr Fremde? Aber wie? Davon muss Sarigel erfahren. Okay. Ich komme hier nicht mehr raus. Ah. Ich kann hier fortfahren. Mach das jetzt mal. Ja.
Im Ernst jetzt, das ist keine von den Inseln, bei denen man einfach an Land gespült wird. Selbst wenn man Schiffbruch erleidet. Nein, ich bin kein sprechender Frosch. Sei nicht albern. Ich bin eine Statue, die durch einen Frosch spricht. Ist doch klar. Du kannst einen Frosch oder andere Dinge aufheben, indem du dich davor stellst und linke Maustaste drückst. Mag sein, dass du das Objekt deiner Begierde erst verfolgen musst. Frösche. Neue Quest. Okay, wir müssen scheinbar einen Frosch fangen. Also, gut, dass ich den weggeschmissen habe. Ich habe meinen leider freigelassen. Warte, einen Moment, dann kann ich den hier hinplatzieren. Und den musst du. Nein, hier oben musst du den hinbringen. Oh, abbrechen. Da ist er. Quack, quack. Einreichen. Wie reiche ich den denn jetzt ein? Warte mal, einreichen und dann kann ich den... Erreichen. Steht da, oder? Reichen. Ach, erreichen, ja, stimmt. Warte mal, ich suche mal noch einen Frosch. Kann wohl nicht sein, dass sie jetzt weg sind. Ich habe ja zwei. Ach, du hast zwei? Okay, verstehe. Ja, warte, ich kann dir einen hier hinsetzen. Moment. Ach so, ich weiß auch, was das Problem war. Ich habe nicht den Frosch platziert. Frosch hinzufügen. Ah, okay. Grüße, Wanderer. Dieser Strand hier ist bekannt als die Morgensande. Ich werde ihn auf eurer Karte markieren. Man öffnet die Karte mit M. Oh. Wenn ihr euch je unsicher seid, wohin ihr als nächstes gehen sollt, dann besucht das Herzland jenseits des Flusses. Okay. Ich bin übrigens Jakob. Ein Okti. Ein Okti. Du bist Schauen. Schauen, Schauen. Schauen, okay. Big. Denn Okti, er wuchs zusammen mit seinen Freunden im Waisenhaus. Oh. Hedda gibt's da noch. Das ist ein Kyla-Karnickel. Ah ja. Und Eva ist ein Mensch. Und Sean auch. Na gut. Okay. Ja, scheinbar sollen wir ja dahin, ne? Aber der will uns noch was sagen. Warte mal. Eure Karte zeigt euch die Aufgaben, die in den einzelnen Regionen um eure Aufmerksamkeit buhlen. Außerdem seht ihr den Wert der derzeitigen Wiederherstellung. Okay. Morgensande. Ach so, okay. Hier gibt es noch Stühle und einen Hammer und Kisten. Ich habe keine Ahnung. Ja, gut. Dann lass uns doch mal erkunden. Okay, hier kommt man nicht durch. Ah. Oh, da oben ist irgendwie so ein... Oh. Noch ein Frosch. Irgendwas Gefährliches. Ich hab Blätter gefunden. Cool. Hier sind Fische. Oh, ja. Ich hab auch Blätter. Ach, hier vorne muss man, glaube ich, wieder einen Frosch hinbringen. Ja. Was? Ach, ich hab noch einen. Platzieren. Okay. Meint ihr, ihr könntet diesen hässlichen Metallklotz von der Brücke entfernen? Der versperrt mir schon ewig die Sicht. Du kannst Gegenstände über kurze Distanz aufheben, indem du Q drückst. Markiere zuerst einen leeren Platz auf deiner Aktionsleiste, sonst kommt der Gegenstand auf den Stapel. Okay. Das kriegst du hin. Nee, du schaffst das. Oh, oh. Ja. Oh, er hat Angst vor mir. Boah, du bist voll stark. Ja, Mann. Okay, nicht schlecht. Wo muss ich denn damit hin? Baue den Mech oder wie auch immer zusammen. Weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir die anderen Teile erst noch finden. Oh, der rennt weg vor uns. Ah, ein perfekter Ausblick auf eine kaputte Brücke. Ihr würdet schneller umkommen, wenn ihr sie irgendwie repariert. Hm. Blätter und Felsknolle. Ich glaube nicht, dass man damit irgendwas reparieren kann. Hast du dieses Ding noch? Ich habe dieses Ding hier noch, ja. Okay, die sind ja hier... Das sieht aus wie, so ein Kopf, oder? Ah, nee, da kann ich aber nichts drauf machen. Dann suchen wir mal weiter. Halt, kommst mit mir. Auch ein Stock. Vielleicht können wir uns damit wehren. Nein. Kann man hier ins Wasser? Nein. Vielleicht müssen wir den Schweinchen auch einfach nur folgen. Vielleicht. Oh, da oben ist auch noch ein Weg. Okay, ihr seht, wir haben beide keine Ahnung, aber davon jede Menge. Hm, hier geht's nicht lang, dann
Ach, da. Ich sammle einfach alles auf, was. Ja, natürlich. Geht. Okay. Da geht's nicht weiter. Ui. Katzland entdeckt. Aha. Hier hinten ist wieder ein. Oh. What do you know? My tadpoles made it off the beach. And all the way to this weirdy, glowy, lighty thing. It's a shiny magic ghost. Okay, if you want to get technical, an Omri spirit. Strangers, but with such kind faces. I, Sariel, welcome you to the beautiful land of Ikone. Oh, Ikone. Okay. Fast richtig ausgesprochen. Dialekt. Ja, ja. Living things once flourished here in harmony beneath the warmth of Lys, the blessed sun. But disaster struck, and in the endless ages since, one by one the shrines that protected this place fell into ruin, and the rain came, the endless rain. Only if the shrines are repaired, can this island recover. Dann wissen wir jetzt auch, was wir zu tun haben. Mm-hmm. If even a single shrine were rebuilt, the Amri power of the earth would rise anew. My garden will bloom again. The brightest flowers, the sweetest fruits. Dann wollen wir mal ihren Garten zum Blühen bringen. Did somebody say fruit? Ha! Huh. That rumbling sound you hear is four tiny tadpole tummies running on empty. Never mind a call to destiny. This was a clear call to dinner. After all, how hard could it be to fix a single shrine? Ja, da bin ich gespannt, wie schwer das wird. Nicht voll einfach. Okay, so, ich habe noch einen Frosch hier oben. Möchte er auch einen Frosch haben? Hier ein Frosch hinzu. Ah, Wanderer, ich heiße euch willkommen im Herzland. In der Tat, ein vortrefflicher Name, liegt es doch direkt im Herzen dieser Insel. Ich werde es auf eurer Karte markieren, drückt M, wenn ihr es sehen möchtet. Mhm. Ikone ist wild und verwahrlost nach zahllosen Zyklen der Vernachlässigung. Es ist ein Gräuel, wie dorniges Strauchwerk und wilde Gräser in allen Winkeln sprießen. Eure Unterstützung bei ihrer Beseitigung käme mir äußerst gelegen. Ja, okay. Kriegen wir hin. Du darfst das da rechts vorlesen. Was ist das hier? Müll. Den Frosch hier? Ja. Seid besonders vorsichtig, wenn es dunkel ist oder es regnet. Es regnet die ganze Zeit. Dann streifen Monster über die Insel. Hey. Oh, hier liegt irgendwo ein Schwert herum, fallen gelassen von einem armen Unglücklichen. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass du dich damit verteidigen kannst. Schwing es mit rechter Maustaste. Ja, ich hab's auch schon gefunden, aber sorry. Achso, okay. Nimm es und besiege diesen Amri-Schleim dort oben. Das ist die perfekte Übungsstunde. Okay, den mach ich platt. Was ist das? Ach, das ist der Schleim. Aha. Das ging ja gut. So, ja. Dann will jetzt hier, glaube ich, noch was von uns. Ich rate euch, habt immer eine Waffe dabei, wenn ihr euch bei Dunkelheit nach draußen wagt. Okay. Okay. Also gibt's Tag-Nacht-Wechsel. Dafür brauchen wir scheinbar noch was. Oh. Hallo. Ist das die, die mit uns geredet hat? Dies, meine Freunde, ist ein Froschschrein. Oder best. Oh nein, jetzt habe ich auch so in die Taste gedrückt. Aber wir haben Glück. Seht ihr die kleine Statue dort, die eine Platte in den Armen hält? Das ist ein Baualtar. Er wird euch die harte Arbeit abnehmen. Legt einfach die benötigten Materialien drauf ab, dann wird der Schrein wieder hergestellt. Und was braucht er? Oh, zwei Steine. Ich habe zwei Steine. Langes Gras, Äste. Ast habe ich auch, aber Gras habe ich nicht. Ich habe Gras. Okay, Amri habe ich. Gegenstand anbieten. Donutstrauchsamen. Alter, den brauche ich in meinem Garten. Wie geil ist das denn? Donutstrauch. Thank you. Danke, meine lieben Freunde. Dank euch erstrahlt Lys nun wieder auf meinen Garten. Wow. Wieso sprich ich sie eigentlich? Weiß du hast das nicht, so gut gemacht in dem anderen Spiel. Jetzt hast du angefangen damit und. Okay, das war ja schon mal gut. Haben wir hingekriegt. Ihr seid sicher hungrig nach all der Arbeit. Wir müssen Samen einpflanzen. Ihr werdet sehen, wie schnell sie
Ah, aber ich vergaß. Mein Garten, meine Werkzeuge. Ein Felsbrocken ist vor langer Zeit vom Himmel gefallen und versperrt nur den Weg. Ein Langhorn könnte ihn freimachen, wenn ihr euch mit einem anfreundet. Ah, so heißen diese Viecher. Vielleicht ist das Tier ja hungrig, so wie ihr. Bietet ihm doch etwas Gras. Ich hab keins mehr. Hast du noch was? Ich hab noch. Ah, hier wäre sonst auch. Nee, scheinbar keins. Oh. Hallo, guck mal, ich hab auch. Guck mal, wie er mit dem Schwanz wedelt. Oh, warte. Oh, wie süß. Oh, komm mal füttern. Okay. Ein Schleckermaul, wa? Oh. So, jetzt kann ich ihn streicheln. Dinger hetzen. Ah, okay. Warte, streicheln will ich ihn. So, ja. Oh. Ihr seht schon, Leni geht zumindest momentan noch in dem Spiel auf. Ah. Okay, und du sagst ihm dann immer, was er tun soll. Sag ihm nicht, dass ich seine Brüder da gerade, gejagt hast. Ach, den soll er hier kaputt machen, oder was? Ah, okay, Steine. Ich hab so ein paar, habe ich. Ast. Brauchen wir noch welche? Donutfrucht brauchen wir auch. Was brauchen wir noch? Ja, wir brauchen noch 3 Äste. Jetzt noch 2 und jetzt keine mehr. 7 Steine und eine Donutfrucht. Ich habe gerade Steine aufgenommen, einfach so. Eine Donutfrucht habe ich nicht. Ich auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, suchen wir mal eine Donutfrucht. Du hast ja jetzt da deinen Freund. Ja. Der hilft uns bestimmt. Hier kann man nicht hochgehen. Ja, also es lädt auf jeden Fall ein zum Erkunden. Oh, hier! Baleni! Oh, wo? Warte. Komm mal her. Donaubaum. Donauwelle. So, guck mal. Geheimer Weg. Wow. Oh. Das war traurig. Okay, vielleicht geht der später weiter. Aber vielleicht geht's jetzt noch hier links weiter. Oh, hier liegt noch ein Ast. Komm, mach den kaputt. Okay, wir brauchen eine Axt und wir brauchen, also eine richtige Axt und einen Hammer. Da kommen wir auch nicht weit. Oh, hier kann aber dein Kollege kaputt machen. Der ist schon sehr hilfreich, muss ich sagen. Hier unten ist auch noch mal so ein Steinhaufen. Und eigentlich müssten wir auch noch mal zurückgehen. Da sind bestimmt auch noch welche. Das Ebenstrom-Smaragd haben wir hier aufgenommen. Los. Hat er eigentlich einen Namen? Gib ihm einen. Ich finde, das ist so ein richtiger. Achso. Ja, wie wär's mit? Nein. Sag. Ich bin mir doch noch unsicher. Nee, jetzt musst du. Ich finde direkt. Oh! Ja, jetzt ist es eine Leni. Oh. Hallo. Ich kann irgendwo hineinstürmen. What? Okay, Leni hat sich verwandelt. Komm mal mit. Ich bin irgendwie in ihn reingeklettert. Okay, das ist völlig normal. Mach dir keinen Kopf. Guck mal, was ist das? Können wir was ausgraben, glaube ich. Oh ja. Wenn wir eine Schaufel hätten. Oh. Müssen wir uns merken. Ja, Leni, dann geh doch mal hier zurück, weil ich weiß nicht, ob wir da auch schon diese Steingebilde-Dinger... Unten? Ja, genau. Nee, dafür brauchen wir auf jeden Fall eine Axt, richtig? Auch eine Axt. Es wird bald, glaube ich, Nacht. Oh, guck mal, da kannst du auch einen füttern. Oh, ja. Füttern. Und wenn du Bindung hast mit ihm, kannst du hineinstürmen. Nee, also hinein, wie auch immer. Aber hier sind keine
Steine mehr. Zuhören. So, okay. Wird das... das wird scheinbar einfach so ein bisschen besser. Ja, ich glaube, du baust dann Bindung zu ihm auf, wenn du ihm auch Befehle gibst und dann kannst du... Oh! Auch, bist du auch in ihm drin? Ja. Ah, okay. Und man kann dann sich auch wieder trennen. Also unten also war nichts mehr, sagst du? Nee. Okay, dann komme ich wieder hoch. Ich bin jetzt im Herzland. So, was war denn hier noch? Hier oben? Im Schrein war nichts. Wo kriegen wir diese Donut? Ja. Ach, hier. Wo bist du denn? Oder? Nee, doch nicht. Was wurde mir denn jetzt hier angezeigt? Donutfrucht. Aber du hast doch vorhin als Belohnung, glaube ich, einen Samen dafür gekriegt, oder nicht? Nee, du hattest einen Samen. Sicher? Oh, warte mal, was habe ich denn hier? Zentrubin, Feueredelstein, Dublonen, Seil. Kannst auf dem mittleren Mausrad, kannst genau. Du noch mal... Aber da habe ich es auch nicht. Ich habe Mecharme. Eine benötigt. Neuer Baualtar entdeckt. Oh, bei dir da unten, glaube ich. So, okay. Oh, hier geht's nochmal weiter, links. Links, okay, ich komme. Hier ist auf jeden Fall ein Frosch, mit dem wir sprechen können. Ah, siehste. Nun, da der Schrein repariert ist, ist der Wolkenzyklus wieder aktiv. Es wird eine Weile sonnig sein, dann wieder dunkel. Die Magie der Insel hält den Himmel bewölkt, bis ihr euch in einem Bett ausgeruht habt. Darüber hinaus könnt ihr euch jetzt, da der Schrein repariert ist, nach Belieben zu ihm teleportieren. Toll, nicht wahr? Okay. Ja, dann müssen wir hier auch lang, würde ich jetzt mal behaupten. Ach, guck mal. Willkommen in meinem Garten, ehemaligen Garten, meine Freunde. Er soll nun euch gehören. Ja, nehmen wir. Kann nicht weiterklicken. Du musst. Ach so, okay. Ikenai ist durchdrungen von der Amri-Energie. Sobald ihr die Samen eingepflanzt habt, hat der Hunger ein Ende. Okay. Im Garten steht eine Truhe. Die Werkzeuge darin sind alt, aber sie funktionieren noch. Ich glaube, dass darin sogar ein paar Samen waren. Mal sehen, ob sie überlebt haben. Cool. Oh, hier ist ein Zettel. Gießkanne. Mein Tier ist nicht mitgekommen. Da, Tab. Oh, ich habe das Rezept für die Gießkanne gefunden. Oh, cool, man kann das rufen. Oh, hier ist die Truhe. Und der Berater sagt, oh weh, tut mir leid, dass wir so übel zugerichtet sind. Diese Dornbüsche versperren euch den Weg. Öffne das Menü mit I, wähle das Hammer, also wähle das Menü Herstellen aus und stelle ein Handbeil her. Also okay. I. Ja. Dann den Hammer, das zweite. Ah, und dann ein Handbeil. Okay, wir brauchen noch langes Gras. Also ich brauche noch langes Gras. Ich habe, glaube ich, noch langes Gras. 4 Stück habe ich noch. Guck mal, wenn ich die hier platziere. Jetzt habe ich aber auch was. Man kann das scheinbar einfach kaputt haben, das Gras. Okay, und ich kann auch einfach dann dir was platzieren. Okay, gut. Und jetzt so können kann man wir also zusammenarbeiten. Schwingen. Schwingen dein... Wow. Okay, die Truhe ist frei. Ast und Blätter brauche ich noch, damit ich den anderen Kram auch machen kann. So, das heißt, mit dem Handbeil können wir hier die Dornen erstmal wegmachen, ne? Mhm. Das sollten wir wahrscheinlich auch tun. Hey, Teamwork makes the dream work oder so ähnlich. Steht bei Leni auch immer über dem Bett. Ja. Leni ist ein Fan von diesen Sprüchen.
Live, love, love. Oh, hier ist auch ein Bett. Oh, cool. Okay, da können wir dann die Nacht überstehen. Ah, hier. Ast und Blätter. Okay, Ast habe ich reingepackt und Blätter habe ich auch. Ich habe noch. Achso, okay. Neues Rezept für Bett. Ja, aber wir brauchen noch kein Bett, wenn hier 10 Stück stehen, oder? Oh, ich gehe mal in das Haus. Oh. Und gleich nach, wenn das Ding hier kaputt ist. Ah, oh, hier kann man immer weiter bauen. Okay. Betreten. Da. Okay. Ah, alles klar, verstehe. Ich sehe nur nicht, was man hier so braucht. Ah, jetzt sehe ich's. Davon haben wir so ein paar Sachen, hätten wir sogar schon. Wo wollen wir denn anfangen, weiterzubauen? Ich würde erstmal. Oh, nach da kann ich gar nicht. Feiner Stoff und sowas. Baumstamm, Stoffplanke. Und hier, Kupfererz, davon habe ich schon mal einen wenigstens. Blätterstein, ich pack das mal da rein einfach, weil ja, das wird nirgendwo anders gebraucht. Steine, Blätter. Okay, das können wir ja zusammensuchen. Haben wir hier noch irgendwas, was ich da reinlegen kann? Äste? Planke habe ich nicht und ein bisschen Kupfererz habe ich aber noch. Erde kann ich hier reinlegen. Okay, den Rest habe ich nicht. Aber cool, hier können wir also dann auch ja, ein Bett und sowas reinstellen. Deswegen kann man das. Okay. Du bist gerade durch das Haus gefallen beim Rausgehen. Aber so, gut. Ich habe hier rechts gerade was frei gemacht, aber okay, man kommt nicht. Ja, jetzt ist die Frage, wollen wir erstmal Sachen zusammensuchen? Wir können mal die Truhe hier unten. Oh ja, stimmt. Hier unten links mal aufmachen. Ich rede mit dem Frosch. Gut gemacht. Jetzt könnt ihr diese Büschen? Eine Lehre. Ach so. Ach Gott, ja. Hm? Diesen Büschen eine Lehre erteilen, die sie so schnell nicht vergessen werden, ja. Ihr merkt, Vorlesen ist noch nie meine Stärke gewesen und so, wisst ihr. Ach, fast hätte ich es vergessen. Ihr könnt euch jetzt jederzeit ein neues Handbeil herstellen für den Fall, dass das hier kaputt geht. Ja, wird es. Okay, jetzt, du hast die Ehre aufzumachen. Boah. Da ist ein Rezept, da ist eine Hacke drin und ein Rezept für eine Hacke. Oh, dann können wir endlich anbauen. Eine Gießkanne, eine Pollentasche, mit der man Pflanzen bestäuben kann und Donutstrauchsamen. Ah. Ich nehme das jetzt einfach alles mal. Ja, klar. So. So. Okay. Also, eine Hacke. Wir brauchen noch Steine dafür. Wie viele Steine brauchst du? Einen. Okay, warte mal, ich kann dir hier einen geben. Da liegt einer. Das ist aber ein guter Stein. Ich glaube nicht, dass... Nee, das ist nicht der richtige. Das ist ein geschnittener Stein. Ach so. Ah, warte mal, dann habe ich hier noch einen Stein. Da ist ein Stein. Ja, cool. Du alles so in der Tasche hast. Ja. So, dann, so jetzt habe ich auch einen Hake. Wo wollen wir denn... okay, hier wollen wir also... Einfach mal in die Mitte. Stampfen. Achso, man kann das wieder zumachen. Ja, jetzt musst du wahrscheinlich einen Samen reinlegen, oder nicht? Warte mal, ich platziere dir hier mal einen Samen, damit du das auch machen kannst. Ich platziere dir mal... Ich habe hier rote Blütenblätter. Eine Pollentasche. Ich platziere dir mal... einen Donut-Dings-Samen. Und ja. Okay. So. Dann einmal den Donutstrauchsamen. Samen einpflanzen. Ich sehe den gar nicht bei mir. Ich hab den nicht. Ich glaube, den hast du aus Versehen wieder aufgenommen. Aber macht ja nichts. Mach du auch mal den anderen fertig. Einpflanzen. Ah, zeigt ja auch an, wenn man da noch nicht gegossen hat. Mhm. Dann ist die Erde noch hell. Und dann hier die Pollentasche. Da kann man aber nichts mitmachen. Da ist der Samen noch. Okay, soll ich die alle mal pflanzen? Ja, mach ruhig. Wir brauchen ja ein bisschen was davon. Dann gehe ich schon mal weiter. Ja, was weiß ich. Äste, Steine und all sowas sammeln. Ja. Ich weiß ja nicht, wie lange der Samen braucht.
hat, weiß ich auch nicht. Ja, mal kurz zum Spiel. Eine coole Sache ist auf jeden Fall, einer in eurer Gruppe braucht dieses Spiel eigentlich nur. Und dann können 3 Freunde über den Friend Pass quasi direkt mitspielen. Ich finde, das ist eine super Lösung. Und ja, animiert auf jeden Fall dazu, das mit seinen Freunden zu spielen, weil letztlich muss nur einer da sich das kaufen. Und alle haben Spaß zusammen. Ich finde, das ist eine super Lösung. Ich weiß nicht. Sonst kenne ich das auch nicht so großartig. Kenne dann mal von zum Beispiel Hearts of Iron, dass die DLCs quasi dann auch von allen spielbar sind und so. Aber ansonsten sagt mir das so nichts, dieses System. Ich weiß nicht, kennst du das? Ich habe das bisher bei einem Spiel erlebt, was man dann im Splitscreen halt online zusammenspielen konnte. Aber ansonsten kenne ich das noch nicht und finde das auch echt ganz cool. Ja, also coole Sache. Vor allem, wenn man so Spiele kennenlernen möchte und wenn so Spiele dann einen Multiplayer anbieten. Ich glaube, durch sowas kann man auch Freunde einfacher dazu mal bewegen, Spiele mit einem zusammen. Oh mein Gott! Ja. Was ist? Ich habe diesen Quaker gefunden. Oder die Quakerin, keine Ahnung. Das ist scheinbar ein Mensch. Ich lese mal vor. Ihr habt es geschafft. Wurde auch Zeit. Und was meint ihr? Also abgesehen von den mutierten Pflanzenmonstern, den abtrünnigen Piraten und dem Regen, soweit das Auge reicht, abgesehen von all dem, ist es doch perfekt. Nein, ihr müsst mir nicht dafür danken, dass ich euch hierher gebracht habe. Okay. Mein Name ist Froschjunge. Der Hut ist der Hinweis. Aha. Freut mich, euch Kaulquappen kennenzulernen. Also genug geplaudert, ich brauche eure Hilfe. Ich möchte einen Kuriositätenladen eröffnen. Seht ihr diese Truhe? Wunderschön, nicht wahr? Froschjunges, charmant, aber witzige Sammelsurienhort-Truhe. Alter. Klingt flott, gell? Ja, überhaupt kein Zungenbrecher. Einfach zu merken. Kurz Froschjunges Cash-Truhe. Das geht schon eher. Bringt mir all das, was ihr nicht mehr wollt, und ich gebe euch dafür Wakowskis. Okay, das ist also die Währung. Das geht ganz einfach. Legt euren Kram in die Truhe, dann sind die Froschomatisch in Wakowskis Alter umgewandelt, sobald ihr aufwacht. Die wandern direkt in eure Tasche. Fairer geht es gar nicht. Das stimmt. Ich muss da mal. Wenn ihr noch was braucht, schaut im Hain vorbei. Ich helfe immer gern. Okay, also hier werden wir Scheiß los, den wir nicht mehr brauchen. Wenn man so möchte. Okay. Ja, okay. Steine habe ich übrigens hier angefangen abzubauen. Hm, können wir mit dem Hammer machen. Wo ist denn noch? Hier, damit hin. Geht damit nicht. Mehr Steine sehe ich hier gerade nicht. Blätter, das ist auch. Oh, man kann sogar sein Tierchen hier benennen. Oh, echt? Ja, dann kannst du es ja sogar richtig benennen. Ja. Ich schaue jetzt nochmal, ob man mehrere auch sich. So, wir müssen. Ich muss auch mit dem reden und so. Naja, der meiner ist jetzt gerade ein bisschen sauer. Der will, dass ich ihn streichle, aber ich kann ihn nicht streicheln. Auch. Zuhören, ja. Aber wie kann ich denn? Vielleicht müssen wir auch einmal schlafen. Weil es bleibt es nicht so lange dunkel, bis wir uns im Bett ausruhen. Ach, stimmt, ja. Okay, hier hin. Und unten links siehst du auch, dass er gerade schläft. Will, ja. Oder schlafen möchte. Also bei mir, der hat geschnarcht, der hat geschlafen, denke ich. Sehr schnell. Okay, hier ins Bett einfach schlafen. Oh, sieht ganz schön bequem aus. Kann man so sagen. Oh, okay. Okay. Ach, das ist die Tageszusammenfassung. Ja. Ja, okay. Guten Morgen. Ah, der Kram ist dann auch nachgewachsen. Oh, guck mal. Oh, wie schön. Aber wie
Wie erntet man die jetzt? Also, ich habe vorhin entwurzelt und dann halt Blätter in der Hand gehabt. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich gehe mal kurz ins Haus und bringe meine Sachen hier wieder hin, die ich so abgeben kann. Oh mein Gott, die sind jetzt aber alle entwurzelt. Ja. Das gut ist oder nicht? Naja, wir haben jetzt keine Samen mehr. Oh, das ist in der Tat nicht so günstig. Ich konnte nichts hier reinpacken. Oh nee, sie sind doch noch alle da. Hä? Komisch, ich kann die nochmal gießen. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht müssen die noch ein Stückchen weiter wachsen. Ah, und ich habe auch alle zusammengegossen jetzt. Okay. Sehr effektiv, Lini. So, dann rufe ich mal mit Tab meinen... Ach, guck mal, den habe ich hierher gerufen. Ah, hier können wir den auch hinschicken. So, jetzt kann ich ihn auch mal streicheln. Ja, wie denn? Du kannst ihn, hast du ihn gerufen mit Tab? Ach, da, das, ich muss eine freie Stelle haben. Jetzt kann ich ihn auch noch mal füttern. Ja, jetzt geht's ihm auch schon besser. Ja, und wenn du ihm dann noch was zu essen, wenn du ihm noch was zu essen gibst, dann ist er auf einmal wieder. Okay. Füttern. Hier, möchtest du noch mehr essen haben? Oh, Angel. Alles klar, Angel ist auch am Start. Aber was möchte er denn jetzt? Ach, eine Dusche. Gott. Wie macht man das denn? Komm mal mit, da unten ist doch Wasser. Kann ich ihn da reinschicken? Sache. Oh, wo? Bei unserem Haus. Da ist so ein, ja. Ach, da unten, Pool. Ja, okay. Oh, er ist überglücklich, der Junge. Langhorn, wie konntest du den umbenennen? Wenn du auf ihn auf Bindung gehst. Oh, wow, ja. Zuhören. Oder dann zuhören draufklicken. Und dann unten links. Naja, egal. Ich hab's nicht hingekriegt. Aber wir gehen da jetzt hoch. Ja, meiner wird jetzt hier auch. Also Angel wird jetzt auch gerade überglücklich. Oh. Wäschst du Angel denn oder macht er das alleine? Ich unterstütze ihn da so ein bisschen. Ah, okay. So an Stellen, wo er nicht selbst hinkommt. Ja, nee, ist ja auch besser. Mhm. Ist er wahrscheinlich auch glücklich, oder? Oh, hier oben ist so ein. Oh, so wie so ein Clown-Marienkäfer, dem kann ich Blütenblätter geben. Okay. Oh mein Gott. Jetzt kann ich ihn auch streicheln. Oh. Wahrscheinlich brauchen wir die auch noch. Irgendwas anderes. Oh, Bibi heißt er. Oh. Ich nenne sie jetzt auch Bibi. Weiterhin. Bibi. Süße kleine Bibi. Oh. Ach, hier können die, müssen die Sachen hin. Hast du noch die Mecharme und so weiter? Oh ja. Da. Anbieten. Ach, Torso und Kopf brauchen wir noch. Okay. Und hier kann ein Frosch hin. Ich hab aber gerade keinen. Ich hab noch. Frosch hinzufügen. Wähle einen Gegenstand in deinem Inventar aus, damit seine Beschreibung angezeigt wird. Das kann hilfreich sein, wenn du dich fragst, wie du ein Werkzeug verwenden oder eine Ressource herstellen kannst. Okay, danke. Das hat also ein Frosch gekostet. Oh, hier oben ist ein Zettelchen. Okay. Vogelscheuche, Waluk. Neues Rezept. Ah ja. Komm, Angel, greif das an. Ich habe jetzt auch voll den Zoo hinter mir her. Okay. Oh. Nein, meine Axt ist kaputt. So, wie war das? I und dann auf Handbeil. Aha.
Gut, gut, gut. Wo ist eigentlich Bibi? Hier machen? Hm. Da. Gut. Oh, das kann er auch kaputt machen. Ah, da kriegst du Kupfererz raus. Ja gut, das brauchen wir ja noch. So, hier ist wieder Frosch. Seid gegrüßt, Wanderer. Erfrischt eure Sinne hier inmitten der Blütenauen. Nehmt euch einen Augenblick und atmet diesen sanften Duft. Oh ja. Ich werde euch auch eure Karte aktualisieren. Mit M könnt ihr euch... Nee, alles klar. Ach ja, zu dem Schrein kann man sich dann teleportieren. Okay, hier haben wir noch mehr Kram. Ich kann hier was nicht aufnehmen, das müsstest du dann bitte machen. Kupfererz, okay. Perfekt. Haben wir hier noch? Hier ist noch mehr. Mach kaputt. Oh, hier geht's runter. Boah. Vielleicht können wir auf jeden Fall... Ich bringe das mal zum Haus. Hast du noch einen Frosch? Ja. Okay, weil hier unten kann man noch einen Frosch. Noch einen Frosch. Noch einen Frosch aktivieren. Hier sehen wir in Stein verewigt den Freund aller Blumen, den Bibi. Damit ihr keine Angst bekommt, sollte ich erwähnen, dass diese Darstellung überlebensgroß ist. Ja. Die Bibis fliegen über diese Insel auf der Suche nach Saft und spenden dabei Leben, indem sie Pollen verteilen. Ah, brauchen wir. So klein er auch sein mag, ist der bescheidene Bibi doch die wichtigste Kreatur auf dem Plan. Ohne Bibis würde es kein Leben auf dieser Insel geben. Ah, da müssen wir die bestimmt einsetzen für unsere Donutfrucht. Können ja mal gucken, was die so machen. Oh, hier ist noch ein gelber Bibi. Ach so, nee, der Hintern ist nur gelb. Die sind alle so. Ja. Der Hintern ist nur blau, so rum. Aber hier liegt noch Gras. Hier runter. Und da muss man wahrscheinlich bei den Blüten hier jetzt sagen, Befehl, genau. Mach das mal, du bist ja unsere, ach so, wo ist denn dein Bibi-Ding? Weiß ich nicht, der ist einfach verschwunden. Oh, guck mal, jetzt kann ich aber auch bestäuben. Oh, guck mal, die Donuts. Boah, lecker. Wow. So kann man die jetzt... Donut. Ah, ernten. Die kannst du jetzt auch ernten. Mein Inventar ist aber voll. Das musst du mal. Ich bringe mal eben noch Sachen ins Haus. Betreten. Aha. So, Kupfererz hattest du, ne? Das musst du hier dann gleich noch reinbringen. Mhm. Hier haben wir nochmal Erde. Robuster Baumstamm. Nee, Eisenerz habe ich nicht. Und hier Stoff, blanke Baumstamm. Nö. Kupfererz hatte ich. Blanke habe ich keine. Ja. So, dann. Blanken. Kannst du denn direkt wieder neu pflanzen jetzt? Könnte ich, aber ich habe ja keine Samen. Achso, ja, das meine ich ja. Okay, ja gut. Dann wollen wir das noch eben einfügen und gucken, was passiert. Und dann ist theoretisch schon vorbei. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ja. Okay, ich komme. Das echt schnell. Hier rechts, ne? Genau. Oh, Angel chillt hier oben ein bisschen. Oder bin ich falsch gelaufen? Da bist du. Okay. So, ich schmeiße es rein. Ah, jetzt können wir eine Planke herstellen. Ah. Und eine Blattklinge. Und dann können wir wahrscheinlich halt unser Haus ausbauen, können da dann Bett, alles Mögliche reinbauen. Mhm. Okay, ich würde sagen, das reicht ja aber dann schon. Die Zeit ist theoretisch um und es wird Zeit für das Fazit. Ja, Leni, wie wär's, wenn... Nee, ich fange an, weil dann kommt das Experten-Fazit am Ende. Also, auch hier, ähnlich wie bei Fae Farm, muss ich sagen, das motiviert schon, hier nochmal eben was machen, da nochmal was sammeln, das dann schick bauen. Das sieht alles schön aus, man hat überhaupt keinen Stress. Zumindest jetzt die erste Dreiviertelstunde nicht. Ich weiß ja nicht, wie es weitergeht, aber grundsätzlich kann ich schon verstehen, dass es Spaß macht.
Noch besser ist natürlich dieser Part, dass man theoretisch nur einer es kaufen muss. Dann kann man es ja durch vier teilen im Zweifel. Oder aber man lässt es so und zu viert kann man zocken. Das finde ich sehr, sehr cooles Konzept und motiviert mit Sicherheit den einen oder anderen, der sonst immer etwas sparsam unterwegs ist. Und von daher absolut cool. Hat mir wieder erwarten Spaß gemacht. Ist jetzt trotzdem nichts, was ich mir aussuchen würde. Ey, ich habe voll Bock, lass das mal zocken. Aber ich kann das schon verstehen, vielleicht mit meiner Tochter sowas zu spielen oder mit meiner Frau oder so. Eher weniger mit den Jungs dann, sage ich mal. Da ist dann vielleicht was anderes passender. Aber ansonsten, doch, war eine coole Erfahrung. Und wie gesagt, nochmal zum 10. Mal das Konzept mit diesem Friends Pass. Finde ich super cool. Aber jetzt dann die Cozy Games Expertin Leni. Ja, also ich kann dem, was du gesagt hast, grundsätzlich nichts mehr hinzufügen. Ich finde das super, dass man das auch zusammenspielen kann, eben auch mit dem Friends Pass. Ich muss sagen, dieses Spiel gefällt mir ganz gut, weil man ist nicht an dieses typische Geldverdienen gezwungen. Man muss nicht Samen anbauen und Pflanzen bauen, damit man Geld verdient. Man muss nicht sammeln, damit man Geld verdient, um weiterzukommen. Jetzt die Tiere, die wir uns da angezähmt haben, die muss man sich auch nicht zähmen. Die sind einfach hilfreich, wenn man sie hat, dann können sie einem unterstützen. Man braucht sie aber nicht. Aber du brauchst sie doch für bestimmte Sachen kaputt machen und sowas. Okay, ja, die Schweinchen, ja, okay, die brauchtest du jetzt schon. Aber und dieses Schmetterling-Ding brauchtest du doch fürs Bestäuben. Dafür hatte ich auch Pollensäckchen. Ach so, damit geht das auch? Genau. Ah, okay. Also vielleicht braucht man sie dann nur teilweise, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich bin gezwungen, hier irgendwas Bestimmtes zu tun, damit ich weiterkomme. Mhm. Ich habe jetzt auch noch mal gesehen, man hat in dem Menü auch die Quests noch mal ganz schön aufgelistet. Man hat auch Erfolge, die man erreichen kann. Ich finde das ganz süß gemacht, wie man da was bauen kann. Das würde ich mir auch gerne dann noch ein bisschen weiter angucken. Und ich glaube, hier kann man auch noch recht viel entdecken, wenn man sich anschaut, wie groß die Karte ist, wie viel man da noch sehen kann. Und ich würde auch vermuten, die Gebiete unterscheiden sich dann auch in der Art. Mit Sicherheit. Ja, ich glaube, hier kann man dann doch, wie du sagst, mit Frau, Freundin, Kind so doch die ein oder andere gemütliche Stunde in dem Spiel verbringen. Was ich auch sagen muss, im Vergleich zu manch anderem Spiel, was ich so getestet habe, aus diesem Genre, sage ich mal, was cool ist, dass du hier das erkunden kannst. Und ich glaube, darauf liegt so ein bisschen der Fokus und gar nicht mal, du musst jetzt hier deinen Hof aufbauen, im Sinne von, du musst jetzt das Geld verdienen und dass du ein Bleiberecht hast, sondern du hast so ein bisschen den Erkundungsauftrag, den Befrei uns von dem Bösen Auftrag. Und das motiviert ja vielleicht auf jeden Fall ein bisschen mehr, würde ich jetzt mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Okay, ja, dann danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und zugeschaut habt. Würde mich mal interessieren, ob sowas für euch ja ein Genre ist, was ihr gerne spielt oder eher nicht, was ihr sonst so zockt, wie euch der Test bzw. das Spiel gefallen hat. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und Leni? Danke für die Einladung und macht's gut. Bis dann, ciao.